Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Eine kleine Folge zwischendurch mal wieder nach dem ganzen Skyrim. Es tut mir leid, dass auf meinem Kanal so viel Skyrim, also was heißt nein, es tut mir eigentlich nicht leid. Ich mache es sehr gerne, das sonst würde ich sie auch nicht machen. Aber vielleicht möchte der ein oder andere kein Skyrim sehen. Dann tut mir es für ihn leid. Ich muss da im Moment viel spielen und deswegen kommt sehr viel Skyrim und wenig andere Sachen. Aber ein bisschen Minecraft zwischendurch ist natürlich immer drin. Vor allem, wenn man wie ich heute eine Kleinigkeit geändert hat. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte ja Probleme hier mit dieser Mod für diesen antiken Atlas. Also beziehungsweise, nein, es gibt eigentlich drei Mods. Es gibt einmal die Mod, die sich Antique Atlas nennt. Die führt erstmal nur dazu, dass man eben so einen schönen Atlas hier bekommt als Minimap oben rechts und halt auch als große Karte zum Reinschauen. Und das ist eigentlich auch wunderbar und funktioniert auch super. Dann gibt es noch eine weitere Mod, die Waystone, glaube ich, heißt, die dafür sorgt, dass man, naja, zum einen diese Waystone, also diese Wegsteine hier platzieren kann. Die sind so eine Art Teleportierungsziel. Und man kann dort immer hingelangen. Ihr kennt das, wenn ich jetzt hier mit rechts auf die Schatzinsel klicke, komme ich zur Schatzinsel, wo auch so ein Wegstein liegt. Genau, also eine Möglichkeit des schnellen Transports. Ja, das wollte ich nicht. Genau, klingt nach Cheaten, ist aber gar nicht Cheaten, weil das ist nämlich gar nicht so billig. Da kommt man nämlich für jeden Wegstein braucht man nämlich eine Enderperle, also das ist nicht so ohne. Trotzdem ist es natürlich sehr nützlich. Ja, und die dritte Mod, die wiederum verbindet das Ganze, die sorgt nämlich dafür, dass sobald ich einen Wegstein in der Welt platziere, erscheint hier so ein dunkelgrüner, Wegweiser. Und sobald ich einen von diesen Wegweisern eben platziere, mit denen ich da hinkomme, erscheint so ein hellgrüner Wegweiser. Signpost nennt sich das dann. Und das hier nennt sich so, wie ich den Wegstein benannt habe. Das Problem ist nur, sobald ich den Wegstein wegnehme und wieder woanders hin platziere, erscheinen lauter neue von diesen dunkelgrünen Dingern. Und dafür soll es jetzt Abhilfe geben. Ich habe nämlich eine neue Version dieser Mod installiert und auch eine neue Version von Antique Atlas. Und dafür werde ich mal jetzt Folgendes machen. Ich nehme jetzt erstmal den Wegstein weg. Ich hoffe, dass dadurch nicht die anderen hier... Schilder kaputt gehen, aber zur Not muss man es halt nochmal bauen. So, ich nehme den einmal weg. Das ist so ein riesen Blob. Aus irgendeinem Grund macht er den nämlich immer kaputt, wenn man den wegnimmt. Deswegen muss man ihn einmal nochmal umgraben, sodass er wieder normal aussieht. Nein. Genau, das dahin. Zack, zack. Und was bis jetzt nicht ging, was jetzt aber gehen soll, ist, dass ich diese Marker auch löschen kann. Weil im Moment gibt es ja keinen mehr. Ich habe hier drei, weil ich den halt zweimal umplatziert habe. Deswegen, okay, das geht schon mal. Ich kann also den Marker hier schon mal löschen. Und das ist auch schon mal gut. Was ich jetzt sehe, ist, dass oben rechts in der Minimap das nichts gebracht hat. Das ist ein bisschen schade. Aber sie sind scheinbar dauerhaft weg. So, dann würde ich den nämlich nochmal platzieren. Hier wieder hin. Heimat, zack. Und dann... Gut, ich habe jetzt immer noch zwei, warum auch immer, aber zumindest der eine hier vorne ist weg. Das ist ja schon mal ein Teilerfolg. Warum habe ich zwei? Ah gut, hier habe ich auch zwei, okay. Das ist eigentlich falsch, aber... Aber na gut, damit kann ich, glaube ich, leben. Zumindest der alte ist nicht mehr da. Was ich ein bisschen... Ach, guck mal, doch hier. Was ich noch vergessen habe, genau, das fällt mir nämlich gerade ein, ich habe hier zwar die Schatzinsel und ich habe hier auch das Exil, aber ich habe hier nicht die Wüste, ne? Müsste ich vielleicht auch gerade nochmal nachholen. Ja, warte mal, dann lasse ich den Atlas nochmal in der Hand. Da gucke ich gerade nochmal. Die Mod hieß, wie gesagt, Waystone. Nee. Ah, so hieß die gar nicht. Wo hieß die denn? Waystone?
Signpost heißt die Mod. Alles klar. Signpost heißt die Mod. Signpost. Jetzt habe ich vorhin also was Falsches erzählt. Bitte vergibt mir. Und da hätte ich gerne nämlich noch so ein... Warte mal, das war Birch, ne? Birch. Ich könnte zwar hier unten auch noch welche hinmachen, aber das finde ich nicht so schön. Deswegen würde ich gerne noch einen draufsetzen. Hab ich nicht so einen noch im Rucksack? Hab ich so einen nicht noch im Rucksack? Nein, hab ich nicht. Signpost. Signpost, Birch, Signpost. Hab ich sowas zufällig noch? Nein, hab ich hier auch nicht mehr. Alles klar, okay. Da müssen wir einen neuen machen. Birch. Bibliograph, Signpost, Signpost. Large Birch, Signpost gibt's auch. Ah ja, okay. Achso, das ist dann ein... Okay, ja, ja, okay. Da kann man nur einen dann platzieren. Nee, möchte ich nicht. So, habe ich genug von den Dingern? Okay, ich habe keine Schilder mehr. Dann lass mal gucken, wie ich an Schilder komme. Nämlich so. Da kann ich mir drei draus machen. Wunderbar, drei reichen auch. Da kann ich nämlich zwei da einpacken. Eins packe ich ins System rein. Und dann habe ich schon wieder vier von diesen Teilen und kann hier wunderbar, jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen krabbeln, ein bisschen klettern, krabbeln, was rede ich? Genau, und dann kann ich nämlich hier oben einen draufsetzen, wunderbar. Und da kann ich dann auch... Exil, warum hat er mir das denn nicht angezeigt? Okay, das kann ich doch, glaube ich, wenn ich hier mit der leeren Hand draufklicke. War das nicht so, dass ich sagen kann? Dessertzieher hatte ich das genannt, genau. Ich würd eigentlich gerne hier unten erstmal machen. Dessertzieher, jawohl. Genau, wunderbar. Dann haben wir nämlich hier noch eine Möglichkeit dorthin zu reisen. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, ob das auch passt von der... Ob das auch passt von der Richtung. Das ist so ein bisschen... Ja, ich gucke jetzt ein bisschen zu weit nach Süden. Es müsste eher so sein, vermutlich. Na, sogar noch ein bisschen weniger. Sogar eher so. Na, vielleicht so. 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 Okay, so fein ist das scheinbar nicht. Also auf jeden Fall muss das so ein bisschen, warte mal, ich habe hier nämlich diese Ranch, mit der ich das dann noch drehen kann, damit das auch so aussieht, als würde es zumindest in die richtige Richtung zeigen. Im Moment zeigt es ja, genau, das müsste eigentlich so ein bisschen, wo die Schatzinsel auch ist, ne? Ja, eigentlich so, wo die Schatzinsel auch ist. Vielleicht ein Klick weiter unten. Das ist zwar nicht ganz korrekt. Das ist zwar nicht ganz korrekt, weil es eigentlich echt genau in die Richtung von der Schatzinsel ist. Aber finde ich so schöner, ehrlich gesagt. Oder nee, warte mal, lass uns... Das Realistische ist, glaube ich, andersrum. Realistische ist, glaube ich, eigentlich völlig wurscht, ne? Völlig wurscht eigentlich, aber ist mir egal. Ich mache das jetzt so. Ist das jetzt so zu weit? Wenn ich jetzt nochmal draufklicke, ist es in die gleiche Richtung, oder? Shit, ja. Und was hast du heute so in Minecraft gemacht? Oh, den ganzen Tag Schilder gedreht. So. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Genau. Ich packe die Signposts mal hier rein. Ich habe ja auch noch hier so einen Wegstein. Dann können wir das nämlich so weitermachen. Wunderbar. Okay. Das aber nur zwischendurch. Kleiner Ausflug in die Welt der Teleportation, sozusagen. Ich wollte gerne ein bisschen weitermachen hier hinten. Au. Ich wollte gerne hier ein bisschen weitermachen, damit das vorangeht. Und zwar, was ich gerne machen würde, was ich auf jeden Fall noch brauche, ist eine unterirdische Leitung von dem hier dahinter mit dieser Redstone-Leitung. Mal gucken, das ist zwei neben der Tür. Okay, also das wäre... Hallo? Hallo? Komm mal bitte raus hier. Da. Also das müsste eigentlich hier sein, ne?
Genau, hier geht das rein. So, und dann muss ich mal gucken. Ich brauche ja dieses Redstone-Signal. Ich gucke jetzt gerade mal, das heißt, glaube ich, Conduit. Conduit. Ich mach mal Red. Ja, genau. Oh, guck mal, ich habe noch 2 Stück. Wow, damit komme ich weit. Wow, 2. Wow. Wow. Jetzt habe ich den Atlas nicht weggepackt. Naja, egal. Jetzt muss ich nämlich hier einmal... Warum geht das? Was macht der denn hier? Achso, das sind, weil das 2... Ja, 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 das passt schon. So, ja, 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 okay. Von da aus muss ich dann das weiter in die Richtung machen. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken mit der Wrench oder beziehungsweise hier Redstone ist Insert und Extract, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Redstone Signal Color Extract Insert Extract. Das ist, nee, das ist Strom. Ja, ja, okay. Das hier ist der, ja, okay. Das hier ist der Redstone-Kanal. Da hätte ich nämlich gerne nur einen Output und zwar auf der roten Leitung. Rote Leitung. Strong Signal? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Strong Signal, weiß ich nicht. Okay, so, rote Leitung. Das heißt, jetzt müssen wir einmal hier uns durchbuddeln. Ich würde dann auch auf der Höhe bleiben. Das heißt, ich würde das jetzt quasi als Tagebau machen sozusagen und würde das einfach mal alles aufbuddeln, was ich hier habe. Ist, glaube ich, auch einfacher. Da. Warte mal, ich nehme aber meinen Crossbow mal in die Hand. Wer weiß, was hier passiert. Ich höre schon wieder Stöhnen hier. Okay. Wir tauschen jetzt Stein und Dreck. Den Ort. Ah ja, okay, ich bin schon hier. Okay, 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 cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie mache ich das denn am besten? Müsste ja... Am besten komme ich hier erst raus, ne? Dann mache ich nicht irgendwas rumbuddeln. Das heißt, ich müsste hier... 2 nach unten. Und dann machen wir das einfach... Machen wir es einfach... Hallo? Hier... Wo ist das? Ah, das ist genau unten drunter. Okay, warte mal. Ich muss erstmal ganz kurz schlafen gehen. Habe ich ein Bett dabei? Ich habe ein Bett dabei. Das ist ja wundervoll. Ja, das ist ja wundervoll. Dann machen wir das doch mal direkt hier hin. Jo. Prost. Dann haben wir das soweit, fast soweit. Dann haben wir das fast soweit. So, wir haben hier noch ein bisschen Erde, aber nicht mehr allzu viel. Das ist okay. Dann brauche ich hier nicht mal meine Schaufel und die Spitzhacke ständig abwechseln, sondern kann hier einmal durchgehend durchhacken. Genau, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Da oben. Ah ja, okay, hier sind wir schon. Wunderbar. Genau, dann kann ich nämlich eigentlich, warte mal, jetzt muss ich irgendwie raus irgendwie. Dann müsste ich nämlich eigentlich dieses Redstone-Kabel dann nehmen und quasi von hier unten nach da oben gehend. Genau, wunderbar. Dann können wir uns eigentlich auch gleich schon überlegen, was wir hier für einen Boden machen. Das wollte ich nämlich eh noch machen. Würde fast tatsächlich zu Concrete tendieren, also Beton. Nee, Concrete ist eigentlich... Doch, Concrete ist Beton, ne? Oder ist es Concrete? Ah, warte mal. Ich wollte gerade drüber springen und sehe nur noch aus dem Augenwinkel, dass da jetzt eine Stromleitung ist, aber das ist hier kein Problem. So.
Bevor ich das aber mir überlege, was für einen Boden ich da mache, brauche ich jetzt erstmal weitere Leitungen von dem. Dafür brauche ich Conduit Binder. Da habe ich, glaube ich, jede Menge noch von, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Conduit Binder 174, sehr gut. Dann nehmen wir da mal ein Stack raus. Und ansonsten brauche ich dafür auch noch Redstone Alloy Ingot. Wie viel kriege ich da raus? 8 Stück, okay, das ist gut. Wie viel werde ich da brauchen? Ich glaube, ich würde mal so ein Stack machen, oder? Obwohl ein Stack ist. Vielleicht, obwohl. Ja, ein Stack doch. Ein Stack wäre das Rezept 8-mal. Das heißt, 24 von den Barren. Dafür brauche ich Molten Redstone Alloy. Was ich wiederum kriege aus. Molten Redstone Alloy? Redstone Alloy, bla. Melting. Wie kriege ich das? Wie kriege ich denn Redstone Alloy? Kann ich das? Ist das einfach Destabilized Redstone im Barren? Oh, kann das sein? Oder habe ich das so gemacht? Im Alloy Smelter mit Silikon und Redstone. Und das ist. Ja, wahrscheinlich habe ich das so gemacht. Okay, wenn ich 24 Barren haben möchte, dann brauche ich 24 Silikon und 24 Redstone. Hoffentlich habe ich noch so viel Silikon. Ja, habe ich noch. 33. Und Redstone müsste ich eigentlich auch noch so viel haben. Redstone. 91. Guck mal, ich habe auch Barren. Blöcke von Redstone. Das sind ja schon genug. Sehr gut. Alles klar. Ja, das sind ja schon 27, ne? Genau. Und ich habe gesagt, ich brauche 24. Silicon Binder. Und davon brauche ich dann auch 24. So, mit den 24 Redstone und den 24 Silikon gehen wir mal zu meinem Alloy-Schmelter. Und guck mal, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja immer so die Frage. In der Praxis klingt das immer gut, genau. ich brauche erstmal einen Simple Alloy Smelter, ne? Was brauche ich? Ja, einen Simple Alloy Smelter. Da ist übrigens noch Organic Black Dye drin, finde ich sehr gut. Da packen wir jetzt hier, 1, 2, 3 Silikon packen wir weg. Ansonsten packen wir da das Redstone rein und das Silikon. Ich habe gerade Silikon außer. Anstatt von Redstone gesagt, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, das können wir nämlich wegpacken, das können wir auch wegpacken. So, und dann brauchen wir, wenn wir 24 haben, dann brauchen wir oben auch, also 8. 8 mal das Rezept, habe ich gesagt. Boah, hier ist ja immer noch ein Rutscheln. Pulverized Iron. Okay, gut, wir haben 10 dabei, alles gut. Alles gut, das passt. Das passt. Wie ist das denn hier eigentlich inzwischen? Das ist leer. Das ist auch leer. Das heißt, das ist jetzt nur noch das Eisen. Das heißt, da kann ich doch eigentlich die 12 kann ich doch eigentlich wieder reinpacken. Und dann macht er mir da noch mehr Eisen raus, ja. Eisen, Osmium, Uranium, Nickel, Silber, Gold, Eisen. Ja, ich habe schon ordentlich. Das hat sich schon gelohnt, die Reise. So, zwischendurch mal was essen. Das gute Essen wird knapp. Das ist ein bisschen blöd. Da muss ich dringend mal wieder kochen. Was ich jetzt mal machen kann, das dauert hier eh noch eine Weile. Ich kann mal, es gibt neue Enderperlen. Beziehungsweise eine, aber egal. Das ist gut, das freut mich. So.
So, was ich machen wollte, ich wollte mal gucken, ich habe doch ein paar Viehzeug hier hinten. Ich habe Kühe und ich habe Schweine. Für Schweine brauche ich Samen und für Kühe brauche ich, glaube ich, Weizen. Das trifft sich ja hervorragend. Denn dann kann ich mal zu meinem Weizenfeld gehen und ein paar Samen und ein paar... Das ist hier doch Weizen, ne? Ja, genau. Ein bisschen ernten. Ich brauche sowieso ein paar Samen gerade, weil ich muss ja hinten noch das... Ich muss ja hinten bei der Fabrik auch noch ein Feld machen. Da kann ich auch gleich mal die Kartoffeln ernten, weil die brauche ich nämlich dann auch zum Anpflanzen. Und ich denke, ich werde das unterirdisch machen. Ich hatte mir das schon in der letzten Folge noch überlegt, wie ich das machen werde, aber ich denke, ich werde das unterirdisch machen. Also jetzt nicht von der Qualität her, das seid ihr ja gewohnt, das ist keine Neuigkeit, aber so von der Lokalität her. So, Schweinis, kommt mal ran hier. Du? Nee. Ach, Kacki. Ja, ja, falsch. Samen sind für Hühner. Potato. So, wir haben hier leider nur drei. Das heißt, wir können nur einmal zeugen. Warte mal, ich nehme mal hier das Ding mit. Genau. Und dann... Aber das war Wheat, oder? Habe ich das jetzt auch falsch in Erinnerung? Nein, das war Wheat, ja. Also einmal du. Und einmal du. Wunderbar. Das muss man ab und zu mal machen. So, ich tue mal den ganzen Nahrungsmittelkram gerade hier aus dem Inventar raus, sonst sehe ich nichts mehr. Warte mal, das Conduit-Binder kann ich auch wieder zurücktun. Da habe ich ja schon genug von. Die ganzen Elektrosachen weiß ich gar nicht. Ich tue die erstmal weg. Auch den Zaun brauche ich nicht mehr. Die Jeta-Wrench. Gut, der kommt nicht ins System, der kommt ins Regal. Deswegen lasse ich die mal. Aber der Granit hier kann weg und der Cobblestone kann eigentlich auch weg. So, und wo ich gerade hier in der Nähe bin, kann ich auch nochmal ganz schnell den Atlas-Feder hier reintun. Das war ja nur zu demonstrativen Zwecken. So, dann gehen wir noch ganz schnell gucken, ob das jetzt, jetzt geschmolzen ist. Ansonsten würde ich mal nochmal schnell schlafen gehen, weil es wird auch schon wieder dunkel. Boah, ist das langsam. Alter! Komm, der eine noch, dann haben wir schon ein paar Mal das Rezept. Dreimal, dann fehlen nur noch fünfmal. Boah, das ist ein furchtbares Geräusch, ne? Vielleicht reichen die ja auch. Ich habe es ja nicht abgezählt. War ja eher so, ach komm, lass mal ein Stack machen. Ohne das genau zu wissen, wie viel das eigentlich braucht. Jetzt halt ein bisschen weit unten, ne? Ja, das ist... Muss da durch. So. Dann würde ich das geschickterweise so machen, dass ich hier einmal rumgehe. Bis zu meinem kleinen Einstieg hier. Und von hier aus dann erstmal von da hinten anfange, sonst komme ich nämlich nicht mehr raus. So, das hat auf jeden Fall noch nicht gereicht, aber ich vermute, dass ich auch nicht alle 64 brauche. Da fehlen noch so 10 oder so, würde ich sagen. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Boden? Oder Factory-Blöcke. Ich könnte ja auch Factory-Blöcke schisseln. Vielleicht ist das sogar ganz praktisch, weil es ist ja eine Factory. Aber die haben nicht so richtig geile Sachen, ne? Da hatte ich ja schon mal geguckt. Es gibt dieses
Purple Wireframe. Old Vents. Extremely rusted panels. Sturdy. Was heißt denn sturdy? Caution Frame Plates. Das ist was anderes. Factory. Wie heißt es? Factory Block. Factory Block. Von Chisel. So, jetzt habe ich es aber. Rusty Bolted Plates. Das ist doch gar nicht so schlecht. Habe ich noch Factory Blöcke? Hab ich noch Factory Blöcke? Hallo? Mr. Cursor, wo sind sie? Habe ich noch. Oh, wow, ich habe noch einige. Wow. So, genau, dann hole ich die mal raus. Ich glaube, dann nehme ich die. Weil das mit dem, wo ist mein Schüssel? Das ist der andere Schüssel. Das ist der Schüssel, den Bits-Schüssel. Ich brauche aber den Schüssel-Schüssel. Hab ich keinen. Gut, dann mache ich mir einen neuen. Was soll ich sagen? Was wollte ich denn sagen? Weiß ich nicht mehr. Ja, das mit dem Concrete ist mir einfach zu kompliziert, ehrlich gesagt. Es ist mir einfach zu kompliziert jetzt. Ich will ja jetzt auch mal ein bisschen vorankommen da. Und dann fange ich wieder was Neues an. So, 6 reichen genau für 2 noch weitere. Und dann dürfte es dann reichen. 16 Stück müssten reichen. Da vorne am Dings können wir eigentlich schon zumachen. Da kommt ja nur Erde hin. Am Häuschen bis zur Fabrik können wir jetzt schon zumachen. Ne? Bis wohin geht es hier? Bis hier. Ich werde das so lassen auf Dauer. Vielleicht kommt hier auch noch irgendwie ein kleiner Weg hin oder eine Straße oder irgendwie sowas. Das weiß ich jetzt noch nicht. Oh, warte, das ist nicht richtig. Das muss da noch eins hin, genau. Sonst steht das ganze Fundament ja nicht. So, und jetzt haben wir hoffentlich unsere 64 Blöcke. Sehr gut. Dann würde ich die gerade mal schüsseln. Und zwar zu, was hatte ich jetzt gesagt? Rusty Plates oder irgendwie sowas, ne? Boah, wie hieß das denn jetzt nochmal? Wie sah das denn nochmal aus? Das hier, nee. Das hier. Rusty Bolted Plates. Exakt. Und ich sehe das auch einigermaßen gut aus. Schauen wir mal. Ich mache das erstmal jetzt. Warte mal. Hier hatte ich ja schon fertig, ne? Ja, hier hatte ich fertig. Ah, das verbindet sich nicht. Nee, das will ich nicht. Sorry, aber... Das ist doch doof. Sollte sich schon verbinden. Scaffold Transparent. Wäre natürlich auch ganz geil eigentlich, aber... Nee, Metal Box Circuit. Circuit. Grinder Pipes. Extremely rusted panels. Extremely corroded panels. Was ist das denn hier? Das sieht ja cool aus. Gears and Flywheels. Okay, aber wie sieht das aus, wenn ich da... Stromleitung. Wie sieht das aus, wenn ich da den Boden komplett draus mache? Da wird man doch wahnsinnig, oder? Ja, da wird man wahnsinnig. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Sorry. Nochmal sorry. Vielleicht soll ich doch einfach Concrete nehmen, bevor ich jetzt hier groß rumprobiere und doch nichts finde.
Ja, wie wär's denn mit sowas Einfachem wie? Also das hatte ich mal, das sieht aber echt doof aus. Very Rusty Plate. Komm, wir nehmen mal die Very Rusty Plate. Ja, das ist doch gut. Sieht doch bestimmt auch gut aus, wenn ich da so ein paar nebeneinander mache. Guck mal, die verbinden sich ja noch zu weiteren... Das sieht halt nicht schön aus, ne? Ich nehme das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft so lasse, aber ich nehme das jetzt erstmal. Ich nehme das jetzt erstmal. So, dann müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn da hin am besten? Ach, scheiße, jetzt komme ich nicht mehr raus. Mist. Also, nur mit nochmal was abbauen. Aber das ist gar nicht so schlecht, dann kann ich hier nochmal was bauen. Genau, und das lasse ich jetzt erstmal offen. Da kann man auch noch so eine Fassade bauen, aber ist mir jetzt gerade ein bisschen egal. Lass uns das erstmal zum Laufen noch nicht bringen, aber soweit fertig machen, dass man es zum Laufen bringen kann. Jawohl, es reicht. Es reicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann machen wir das hier dicht. Also können wir hier auch gleich die richtige nehmen. Den richtigen Boden. Dann würde ich sagen, machen wir das bis hierhin. Weißt du was, das gefällt mir überhaupt nicht, ne? Das gefällt mir so gar nicht. Scheiße. Gibt es denn nichts was Schöneres von diesen Dingern? Ich glaube, was Einfaches ist am besten. Warte mal, ich mache das jetzt mal anders. Ich mache das jetzt mal so. Und dann machen wir das mal so. Oh, hä? Warum geht das nicht mehr? Und das ist doch früher direkt chiseln. Naja, egal. Dann machen wir es doch nicht so. Das ist einfach noch am besten, ehrlich gesagt. Sieht einfach so aus wie so ein großer Boden halt, ne? Ja. Wie schön ist es auch nicht. Ja, komm, wir machen das. Wir machen das damit. Ja, muss mir da noch was ausdenken, aber das sieht ja scheiße aus hier, echt. Hauptsache, es ist erstmal zu jetzt. Dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Genau, sehr gut. Und ich muss noch ganz kurz gucken. Eine Sache noch. Eine letzte Sache noch mal ganz kurz schauen. Hier. Das müsste doch ein Input sein hier. Das müsste doch ein Input sein. Oder ist das ein Output? Ja, ich glaube, das war invertiert. Ich mache einfach mal beides. Nee, das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Beides ist, glaube ich, nicht gut. Ich mach mal Output, weil das aus der Leitung quasi herausgeht. Das heißt, das muss ich da hinten auch nochmal machen. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Komm jetzt nicht dran, da muss ich nochmal einmal runter. Toll. Das ist nämlich hier ist ein Input. Ja, es ist Quatsch. Es ist Quatsch, es so rumzumachen, aber es ist so. Tut mir leid, es ist so. Tut mir leid. So, und dann würde ich sagen, haben wir es auch für diese Folge.
dann verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.